Hi, schön, dass du eingeschaltet hast hier bei Aus dem Leben gefilmt. Ich bin der Marc und heute geht es um das Thema ND-Filter für Drohnen, Neutraldichtfilter, und darüber sprechen wir nach dem Intro. Jeder, der sich neu eine Drohne kauft oder überhaupt in diesem ganzen Film- und Fotogewerbe neu unterwegs ist, stellt sich irgendwann die Frage, brauche ich eigentlich einen ND-Filter und wofür ist der eigentlich gut? Also ein ND-Filter, ein Neutraldichtefilter, ist einfach gesagt nichts anderes als eine Art Sonnenbrille für die Drohne, die beim Fotografieren gar nicht so wichtig ist, weil man beim Fotografieren, wenn es besonders hell ist, ja einfach mit der Shuttergeschwindigkeit beziehungsweise mit der Belichtungszeit runtergehen kann und somit wird das Bild dunkler und dafür bräuchte ich theoretisch keinen ND-Filter. Ja, es gibt natürlich Ausnahmen, wenn ich Langzeitbelichtung auch mit meiner Drohne machen möchte, aber ich bin eher der Filmer, darauf gehe ich jetzt auch ein. Und zwar, wenn man filmen möchte, kennt ihr bestimmt schon die Regel, wenn ich zum Beispiel 50 Frames pro Sekunde filme, dann wähle ich den doppelt so hohen Belichtungszeit oder den doppelt so hohen Shutter Speed. Bedeutet, bei 50 FPS, dann habe ich eine 1:100 Shutter Geschwindigkeit. Da wird mir quasi also für die Bewegungsunschärfe, die man dadurch erzeugt, habe ich also eine vorgegebene Shuttergeschwindigkeit. Und wenn ich jetzt an einem sonnigen Tag fliegen würde, ohne ND-Filter, dann wäre das komplette Bild ziemlich überbelichtet. Und deswegen brauchen wir dafür ND-Filter. Wenn man jetzt bei Amazon etc. reinklickt, dann wird man finden, dass es immer Sets gibt meistens, wo man mit ND4, ND8, ND16, ND32, ND64 bis ND1000 ND-Filter findet und die haben alle halt eine unterschiedliche Dichte, also wie viel Licht sie durchlassen. Man ist ziemlich einfach gesagt, ein ND4-Filter lässt ein Viertel durch, ein ND8-Filter lässt nur noch ein Achtel durch, ein Sechzehntel, ein 32stel und so weiter. Der ND4-Filter wird bei stark bewölkten, aber dennoch sonnigen Tagen verwendet, also nur eine ganz leichte Abdunklung. Den ND8-Filter kann ich drauf machen bei leicht bewölkten Tagen, aber dennoch sonnigen Tagen. ND16 empfiehlt man grundsätzlich bei sonnigen, bei normal sonnigen, unbewölkten Tagen. Der ND32 ist da, wenn die Sonne richtig knallt oder ich gegen die Sonne fliegen möchte. Und der ND64-Filter, der ist auch in vielen Sets, glaube ich, gar nicht mehr dabei. Den muss man oft einzeln kaufen. Der ist für Tage, wenn Schnee liegt oder ich über Wasser, also ich habe Spiegelung, ich habe sehr dolle Reflexion, also einen sehr, sehr, sehr dollen Lichteinfall auf den Sensor, dann empfiehlt sich ein ND64-Filter zu benutzen. Ja. Ich werde euch dazu aber einen Artikel, einen Bericht von drohnen.de oder ich gucke mal, was ich noch so finde, euch unten verlinken, damit ihr direkt weiter oder euch genauer ins Thema einlesen könnt. Und ich werde euch ein paar Hersteller unten auch verlinken für verschiedene Drohnenmodelle. Vielleicht ist da für euch auch das Richtige dabei und ihr braucht euch nicht so lange durchs Internet suchen und wühlen. Es soll auch Unterschiede in den Herstellungen geben, die konnte ich jetzt noch nicht feststellen, aber es soll angeblich ND-Filter geben, die einen leichten Farbstiche etc. haben. Da müsst ihr euch dann auf die Rezession der einzelnen Produkte verlassen, also da kann ich euch noch nicht helfen. Ja, das ist halt einfach nur kurzer Tipp, wofür ND-Filter da sind, für den Einsteiger ins Drohnenfliegen. Ich hoffe, ich konnte euch damit schon mal ein bisschen helfen. Und solltet ihr Fragen haben etc., dann einfach in den Kommentaren lassen. Wie immer freue ich mich über ein Abo oder schaut euch meine Videos an, die ich noch so produziert habe. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.